Hey ho, heute, na, auch wenn ich noch feucht hinter den Ohren bin, wir machen heute leckere Drumsticks. Der Philipp, wo er am Wochenende da war, hat mir einen Giggleswürzer mitgebracht. Tja, den probieren wir ganz einfach aus. Und alles weitere und wer mir dann auch noch helfen darf, da drüben. So Freunde, viel braucht man nicht. Ein Brettel, ein Messer, die Unterkeulen, das was die Drumsticks werden sollen. Unser Gewürz hier im Hintergrund. Ich halte es nochmal in die Cam. Ja, und hier noch eine große Schale. Die bereite ich jetzt vor, zeig's der Tanja, die steht hinter mir, die schaut zu, die darf dann nämlich die nächsten machen. Also Tanja, zuschauen. Wir schneiden die hier ringsum ein. Ja. Und dann einmal das ganze Zeug, die Sehnen sollen wir alle mit durchtrennen. Darum geht es ja hauptsächlich. Ja. Leichter gesagt als getan. Dann kannst du auch ein kleineres Messer dann nehmen, wenn du möchtest. Weil Tanja und Patrick sind die Woche Dauergast bei mir. Immer noch die Golftäterin. Ja, du und dein scheiß Golf. Naja. Na, geh weg, du blöde Sehne. So. Jetzt geh halt weg. Jedes Mal, wenn ich das vorführe, hängt der Mist so extrem fest. Und jetzt nehme ich mir ein kleineres Messer. So. So, das halt hier vorne das ganze Zeug weg ist und dann können wir gleich die Haut nach hinten wegziehen. So, und so sieht's aus. Und erst einmal ab in die Schale. Tanja, bitteschön. Ich denke, ich hoffe, ich krieg das so hin wie du. Mach ganz einfach. Naja, dann. Wollen wir uns amüsieren oder soll ich die Cam ausmachen? Na, lass mal lieber noch aus. Okay, Leute, wir gucken es uns nachher an, ob sie es gescheit gemacht hat. Der Giggleswürzer steht bereit. Leute, hier sind die Drumsticks und ich habe jetzt die eine Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte, haben wir die Knorpel abgezogen. Die andere Seite, ich zeige schon wieder einen Stinkefinger, nicht, dass sich wieder eine aufregt. Die andere Seite haben wir die Knorpel dran gelassen, ganz einfach, dass wir mal den Unterschied sehen. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, wir haben keinen Bock mehr gehabt. Gut, dann können wir unsere Würzmischung nehmen. Drüber und ordentlich mal durchkneten. Wenn wir das haben, ziehen wir die Haut wieder drüber. Den drücke ich dir gleich in die Hand, Tanja. Ja, bitte. Der riecht aber gut. Ja. So, die Haut wieder ordentlich drüber ziehen. So, und dann sehen wir schon, haben wir hier noch ein bisschen was drin. Uiuiui. Das nehmen wir dann gleich für die Außenseite noch mit. Was sind das für Fetzen? So. Kann man da noch wenden. So. So rum. Du gibst mir bitte was auf die Hand. Natürlich. Gut, 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 gut. Hilfe, Hilfe. Die ist wahnsinnig. Aber es riecht doch so gut. Obwohl, gar nicht so verkehrt. Dann kann man die Hähnchenkeulen einmal drehen und dann sind sie auch gewürzt. Ja, Freunde,
Und so lassen wir die jetzt noch ein bisschen ziehen, bis wir sie auf den Grill geben. Ich werde die heute, weil es sollen ja einfache Drumsticks sein, ja, der Einfachheit halber auf den Gasgrill machen. Den haben wir sowieso viel zu wenig im Einsatz. Ja, Freunde, mittlerweile haben wir es geschafft, den Kobinox vorzuheizen. Und ja, warum sie so ein Grinsen im Gesicht hat, zeige ich euch gleich. Den lassen wir jetzt noch schnell aufheizen. Der Krach im Hintergrund ist der Patrick. Wie immer. Ja, und schauen wir schnell, was ich heute gemacht habe. Jetzt? Ja, jetzt darfst du. Ich bin schon ganz aufgeregt. Tja, Freunde. Ich habe mal gerade eben der Tanja ihre Türen und ihr Schiebedach angeblasen. Gut, aber das war schon wieder mit dem Werkstattabschnitt. Gehen wir wieder raus und schauen mal, was der Kobi macht. Ja, er kommt auf Temperatur. Ich werde mal schauen, dass wir so auf 150 bis 200 Grad einregulieren. Irgendwie sowas. Und dann legen wir unsere Hähnchenschenkel drauf. Also riechen tut das Zeug mal jetzt schon richtig geil. Muss man echt sagen. Philipp! Grüße an dieser Stelle. Du darfst den Grill öffnen. Darf ich? Ja, du darfst. Das ist doch schön, wenn man mal den Mädels zeigen kann, wie man grillt. Unbedingt. Müssen wir ja auch irgendwo lernen. Ja, die legst du, verteilst du jetzt einfach schön auf dem Grill. Oh, wie das schon knistert. Na, man könnte ja fast meinen, das hat sie schon öfters gemacht. Ich habe nur gut zugeschaut. Schließen, also immer gelernt. Schließen Sie den Deckel. Natürlich. Dann sagen wir gute Nacht. Da wir ja wollen, dass unsere Drumsticks nachher besonders lecker werden, habe ich hier noch ein kleines Butterflöckchen. Das stellen wir jetzt hier einfach mit drauf. Schauen nebenbei noch an, wie die Drumsticks mittlerweile aussehen von der einen Seite. Ja, die können schon noch und lassen erst einmal die Butter schmelzen. Da kommt dann von dem Gickerlswürzer was mit rein. Ja, und aufrühren und dann werden die ja damit eingestrichen noch. Schauen wir mal rein, wie weit die Butter ist und ja, so weiter und so fort. Naja, Butter kann noch ein bisschen und du darfst jetzt mal die Keulen umdrehen. Ja, man sieht, hinten hat der Grill eindeutig mehr Hitze als vorne. Was sagt uns das? Dass wir das nach weiter hinten stapeln. Oder, weiter nach vorne. Kannst du sie vorlegen? Ja. Wir wollen sie ja alle halbwegs gleichzeitig fertig haben. Schauen wir ein bisschen vor. Dann gib mir mal das Zänglein. Ja, natürlich. Weil wir holen uns jetzt hier die Butter schnell runter. Seite stellen, Deckel dabei zu und weiter geht's. Marinade, Mopsoße, wie auch immer man es nennen will. Ich nenne es einfach jetzt zerlassene Butter mit ein bisschen Gickerlsgewürz. Ups. So, das kann man dann wegstellen. Erst einmal ein bisschen verrühren, dann nochmal draufstellen. Ja, und in ein paar Minuten wird es dann soweit sein, dass wir unsere Drumsticks aufhängen. Jetzt schauen wir ganz einfach, dass wir sie an unseren Rib- oder Drumstick-Keulenhalter hinhängen. So, Freunde, das war die letzte. Leider ist mir da ja vorher viel zu viel von dem Gewürz reingefallen. Naja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Und dann stellen wir das
direkt in die Mitte von den zwei Brennern, so dass es uns nicht durchs Gitter durchfällt. Und so lassen wir sie jetzt noch nach unten durchfallen. Gar ziehen bis zum gewünschten, ja, oder bis zur gewünschten Kerntemperatur. Alles nicht so einfach. Deckel zu, fertig grillen. Also Leute, ich wollte hier gerade Temperatur messen. Ah, jetzt ist es umgeschnackelt. Gerade eben habe ich noch minus 39 Grad hier gehabt. Oh, alles um die 60 Grad. Also ein bisschen können wir noch. Ja, bald können wir essen. Tanja, Tanja. Wer ruft denn da schon wieder? Runter mit dem Zeug. Ja. Oh, sehen die gut aus. Na, dann kommt's doch mal her. Schön in die Kämme halten, die Schale. Natürlich. Die Leute wollen ja was sehen. Oder Hunger bekommen. Eins von beiden. Oder auch beides. Na. Nicht kaputt machen. Ja, dann backen oben am Fuß. Am Fuß? Ja, und dann zieht gerade raus. Boah, habt ihr das gesehen, wie sie den gedrückt hat, wie da der Saft rausgelaufen ist? Wer will ja nicht? Sieh, sieh! Die Waben jetzt. Au! Boah. Heiß, ha? Ja, geringfügig. Nimm sie ganz oben am Knochen, zieh das ganze Ding ein bisschen vor. Das ist der Grillmaster. Was geht jetzt? Lach nicht, Michi. Doch, ich lach. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich muss ja leider von da nehmen. Ja, Freunde, dann werden wir mal hineingehen, die verspeisen, schön präsentieren noch. Alles wunderbar. So, sehen die nicht geil aus. Und wir gehen jetzt rein zum Essen. Essen! So, meine Lieben, so habe ich mir jetzt mein Essen auf dem Teller. Und hier sieht man jetzt deutlich den Unterschied zwischen einem richtig schönen Drumstick und einer Hähnchenkeule, wo man das drangelassen hat. Wie ihr das zubereitet, ob ihr euch diese Arbeit antut, optisch ist es auf alle Fälle ein Leckerbissen. So Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Hey Michi, lass mich auch mit rein. Du kommst doch noch gar nicht dran. Aber ich will auch mit rein. Schatz hat gerade gesagt, das ist ein Minion. Ich glaube, die könnte recht haben. Ja, steht doch nur im Eck. Sind wir mal nicht so, stellen wir die Cam ein bisschen tiefer. Hallo! Ja, wie gesagt, du hast mich jetzt komplett rausgebracht. Naja, du hast mich nicht reingelassen. Was hätte ich machen sollen? Ich war auch dabei. Sprech du zuerst dein Fazit. Also mein Fazit heute, es war sehr lecker, es war wieder total witzig mit dem Michi. Also ich fand's super. Michi, hast du dich beruhigt? Ja, Freunde, mein Fazit zu dem Gewürz vom Philipp, sehr lecker. Es war jetzt dieses Mal etwas schärfer. Kann auch sein, dass ich einfach zu viel Gewürz erwischt habe, wo ich es in die Butter rein habe. Aber im Ganzen sehr lecker. Die Drumsticks haben hervorragend gepasst. Tanja hat gute Arbeit geleistet. Yay! Und Leute, die Anhäufung von Videos momentan, das ist die Schuld. Das stimmt nicht. Doch, wegen dir habe ich Urlaub genommen, wegen deinem Auto. Und wegen am Essen. Auf alle Fälle, in den nächsten Videos werden wir immer so zwischendurch so ganz klitzekleine Mini-Ausschnitte machen, so wie weit wir mit dem Auto sind. Ja. Ihr wisst Bescheid. Leute, wir sehen uns. Schönen Ciao. Abend.